sind wir wieder im Flachland. Bescheuertes, ey. Schmeißen da ihr Zeug runter. Und jetzt sehen die, dass ich die film. Ja, das ist bestimmt illegal. Natürlich, ja, natürlich ist es nicht erlaubt. Sehr schön. Tja, naja. Schmeißen sie es irgendwo anders hin, aber. Zumindest schon mal nicht hier. Was? Mehr Aufwand für die. Ja. Ja, hier sind überall die Kameras. Die Leute haben Angst vor den Kameras. Die Leute haben Angst, irgendwas Falsches zu machen. Filme ich sie? Wenn sie was Falsches machen, dann hören sie auf. Okay, das ist krass. Das haben wir jetzt nicht mehr gefilmt, aber der Typ, der eine von den beiden ist gerade runtergegangen zu dem Fluss und hat den Teppich wieder hochgeholt. Boah, also ja, die haben richtig Schiss bekommen. Naja, was auch irgendwie gut ist, ich meine, die haben nur ihre scheiß Teppiche und weiß der Geier, was da irgendwie ihren Scheiß da runtergeschmissen. Und selbst wenn das hier sonst wo ist, das geht nicht klar. Auf keinen Fall, unter gar keinen Umständen. Deswegen, ja, gut so. Super. Ist natürlich irgendwie, ja, die Wirkung der Kamera ist natürlich irgendwie ein bisschen krass und irgendwie, ja, also, wie gesagt, halt die Leute haben halt echt Angst vor den Kameras, die sind halt in den Städten, überall sind Kameras, deswegen gibt es auch recht wenig Kriminalität und so weiter hier in China, weil die Leute einfach mega viel Angst davor haben. Weil wenn sie irgendwas falsch machen, irgendwas Verbotenes machen oder irgendwie sowas, dann werden sie gefilmt und dann werden sie geschnappt und ja, kommen, weiß der Geier wohin. Ja, und jetzt filme ich die beiden da. Und die Wirkung ist dieselbe. Das ist natürlich ja irgendwo ein bisschen krass. Das ist natürlich ja irgendwie ja, so eine Art Überwachungsstaat oder sowas. Und jetzt spiele ich da noch mit irgendwie mit meiner Kamera. Aber nee, nichtsdestotrotz, wie gesagt, die schmeißen ihren Scheiß dahin auf meinen Planeten. Das geht mich genauso was an. Das geht nicht klar unter gar keinen Umständen. Und ja, umso besser in dieser Situation, wenn die Kamera dann so eine Wirkung hat, holen die ihr Zeug wieder hoch. Ja, super. So, wir nähern uns langsam Xi'an. Noch irgendwie, ja, gute 10, 15 Kilometer, glaube ich. Dann sind wir in der Stadt bei unserem Couchsurfing-Host. Und ja, es gibt einen geilen Fahrradweg hier. Eigentlich ja, wie in fast, oder eigentlich wie in jeder größeren Stadt bisher in China, glaube ich, oder? Ja. Also überall sind Fahrradwege, beziehungsweise also Fahrrad, Motorrad, Motorroller, Elektroroller Wege, wo dann halt ja wirklich keine Autos fahren, was ziemlich nice ist. Und hier ist jetzt wirklich niemand unterwegs, außer wir haben den ganzen Weg für uns alleine. Das ist die Stadt, in der die Seidenstraße begonnen hat. Der Ursprung, ja, der Ursprungsort der Seidenstraße. Und ja, entlang der Seidenstraße sind wir haben schon wirklich viel gefahren. In Kasachstan, in Kirgisistan, in Tadschikistan, in Usbekistan, im Iran. Überall war Seidenstraße. Und jetzt kommen wir in dem Ort an, in dem die Seidenstraße losging. Von wo aus quasi ja, die Seide, ja, wo der Name halt herkommt, in den Nahen Osten und nach Europa transportiert wurde. Ziemlich interessant, ziemlich toll, an dem Ort jetzt anzukommen, weil wir davon so viel schon gesehen haben.
Und ja, dementsprechend gibt es hier natürlich eine Menge zu sehen. Bestimmt ja ein paar schöne Märkte und Basare. Es gibt eine ganz alte Stadtmauer, eine der, oder ich glaube sogar die beste erhaltenste Stadtmauer in ganz China. Da werden wir uns umschauen und uns alles angucken. Und zum Schluss werden wir uns dann auch nochmal irgendwie. Hier fährt einer nicht so schnell. Ich weiß nicht, was der macht. Zum Schluss werden wir uns dann die Terrakotta-Krieger anschauen, die auch hier in Xi'an sind. So, und hier ist jetzt so ein guter Wassertanker, der hier die Straße nass macht. Die Straße ein bisschen abkühlt. Geil. Aber wir sind ein bisschen schneller. Gut. Ein Kilometer noch, dann sind wir da. Ab geht's. Good. Okay, wir sind in Xi'an angekommen. Wir haben es gestern geschafft. Wir haben es gestern geschafft. Das war ein bisschen wild. Die Wohnung von unserem Host ist auf dem Campus von einer großen Universität hier. Der Northwestern Polytechnical University oder so. Ich glaube, ja, durchaus eine größere Universität in China. Und naja, wir sind darauf gefahren auf das Gelände. Und dann kam auf einmal irgendwie so ein Security-Typ an und meinte irgendwie, wir dürfen hier nicht sein. Und naja. Weil wir Spione angeblich sind. Ja, irgendwie so Blödsinn haben die da irgendwie gelabert, keine Ahnung. Ziemlich paranoid. Dann sind wir erstmal wieder runter, aber naja, dann haben wir ihn nachher getroffen. Dann sind wir mit ihm zusammen wieder irgendwie aufs Gelände rauf. Und naja, hat gepasst. Und jetzt sind unsere Räder und alles oben in seinem Apartment. Und ja, wir sind in der Stadt und schauen uns ein bisschen um. Jetzt laufen wir hier gerade an einer ganz netten Promenade entlang und auf der anderen Seite rechts ist die alte Stadtmauer von Xi'an. Das ist eine oder die besterhaltenste Stadtmauer in China. In ganz China, ja. Der Kanal, an dem wir jetzt gerade langlaufen und die Stadtmauer. Ja, keine Ahnung, weiß nicht von wann das Bild ist. Wir sind jetzt in der Altstadt, also innerhalb der Stadtmauern. Das sind nur neue Gebäude. Sie haben die ganze Altstadt, glaube ich, platt gemacht. Einfach neu gebaut. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Usbekistan, irgendwie mit Samarkand oder so. So anders. Das ist so anders. Ja. Eine ganz normale, moderne Stadt hier in China, würde ich mal sagen. Ist nichts mehr von dem alten Flair zu spüren. Ja, so ganz, ganz bisschen, so ein paar Elemente vielleicht. Naja. Vielleicht kommt noch was. Wir erkunden noch ein bisschen weiter. Gehen gleich auch noch ins muslimische Viertel. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr, ein paar schönere Sachen zu sehen. Oh, no.
Oh ja. What is your good price for one panda shirt? 100% cotton and at the good price. 55. Okay. Yeah, Chinese yuan. That's not a good price. How much? Okay. How much do you want? 50, okay? 40. Danach haut man seine Tasse kaputt, das ist echt was. Na, alle Wege führen zum Restaurant. Ja, hier gibt's so gefüllte Teigtaschen. Okay, ich hab's welche bekommen ohne Suppe, quasi mit ein bisschen Soße und Nüsse und Kräuter. Und mich hört mit der Suppe und? Meine sind sehr gut. Ja, meine auch. Das ist eine echt erhöhte Schwierigkeitsstufe mit den Stäbchen zu essen. Aber geht. Dann lassen wir uns die schmecken. Das ist der Ausblick aus unserem Apartment hier. Und unser Host Henry hat uns erzählt, dass da, wo dieses Hotel jetzt steht und hier rechts irgendwie jetzt auch eine Einkaufspassage ist, da war früher der Marktplatz, wo die internationalen Güter von der Seidenstraße ankamen, wo quasi ja, Welthandel getrieben wurde in damaligen Zeiten. Und heute haben sie, ich weiß nicht genau wann, das alles abgerissen, platt gemacht und ein Hotel und eine Einkaufspassage dahin gebaut. Ziemlich abgefahren. So schaut's aus hier. Wir packen jetzt unsere Sachen. Und dann geht's gleich weiter. Wir waren 3 Nächte hier. Da stehen unsere Räder. Hier ist das Video. Ein Tag auf unserer Fahrradweltreise, das wir vor ein paar Tagen gefilmt haben. Und Olga hat's fertig geschnitten. Ziemlich nice. Das haben wir geschafft. Jetzt gibt's gleich Frühstück. Und dann geht's weiter. Okay, wir haben einen neuen Freund. Eine Giraffe. Wir machen erstmal Pause. Es regnet super doll heute. Boah. Es hat echt lange nicht mehr geregnet, aber ja, jetzt regnet es mal wieder. Sind noch, ich glaube so irgendwie gute 10 Kilometer, dann kommen wir bei der Terrakotta-Kriegerarmee an. Das wird, glaube ich, ziemlich cool, das ist halt ja außerhalb von Xi'an, genau auf unserem Weg, deswegen haben wir gesagt,
gucken wir da ganz zum Schluss vorbei. Das wird, glaube ich, ja, ziemlich nice, ziemlich beeindruckend. Ein ziemlich altes Relikt, glaub, über 2000 Jahre alt. Und erst vor 50 Jahren oder so, glaube ich, entdeckt. Oder vor 60, zufällig. Sehr, sehr spannend. Ja, 10 Kilometer noch. Jetzt gibt es kleine Pause mit Baguette und Tofu. Baguette und Tofu. Sehr gut. Oh, verdammt. Da haben wir uns mal wieder für eine Abkürzung entschieden. Ist jetzt aber gleich geschafft. Uff, Olga ist noch nicht da. Ich bin schon durchgekommen. Ah, da hinten kommt sie. Voll mit Schlamm in die Bremsen. Uff, die Felgen, die Reifen, die Kette. Vorne genauso. Shit. Wir lernen es einfach nicht. Uff. Oh je. Ich glaube, wir sind jetzt schon mit Terrakotta gegangen. Die Terrakotta Fahrradfahrer. Wieso sind deine Fotos so rau? Weiß ich nicht. Wieso sind deine so dreckig? Dein Rad sieht auch gut aus. Wunderbar. Na, jetzt wird's geduscht. Es gibt einen Gartenschlauch hier. Hoffentlich stresst uns gleich keiner. Es wäre ziemlich nice, wenn wir die jetzt hier ordentlich sauber machen können. Boah. Das war wieder eine Aktion. Das war wieder eine Aktion, absolut. Habt ihr meine Füße gesehen? Also hier stehen vor uns jetzt 2000 Terrakotta-Krieger, die ausgegraben sind. Und es wird geschätzt, dass hier eigentlich insgesamt 6000 sein sollten. Also 4000 sind noch nicht ausgegraben. Und boah, es ist ziemlich beeindruckend. Das Ganze ist gute 2000 Jahre alt. Der Emperor Qin, so hieß der, hat mit 13 Jahren veranlasst, dass sein Grab gebaut wird. Und ja, er hat sich ausgedacht, dass sein Grab von Terrakotta-Kriegern beschützt werden soll. Also seine Grabkammer, sein Mausoleum ist ja in der Richtung ungefähr 1 Kilometer entfernt. Und das hier war quasi ja, die Verteidigungsmauer zu seinem Grab, geschützt von ja, mehreren tausend von diesen Terrakotta-Kriegern. Und es ist mega beeindruckend. Also es wurde nicht irgendwie eine Form oder sowas benutzt, um die alle irgendwie zu gießen oder so, sondern die sind alle individuell hergestellt. Jeder einzelne sieht anders aus. Pferde gibt es auch und es gibt ja, Krieger und Bogenschützen und Admirale und ich weiß auch nicht, alles Mögliche. Man sieht, wie sie teilweise so die Hände nach oben haben. Also man sieht eindeutig, dass da quasi irgendwie ja, so ein Speer oder sowas zum Beispiel eigentlich in den Händen war. Genau, die ganzen Waffen wurden geplündert. Und wir sind natürlich nicht alleine hier. Hier sind natürlich neben den Terrakotta-Kriegern auch Tausende von anderen Menschen, die sich das alles auch angucken. Wenn man sich das vorstellt vor 2000 Jahren, mit was für einfachen Mitteln die Leute da ausgestattet waren und trotzdem waren sie dazu in der Lage, sowas Krasses zu erschaffen. Wow. Jetzt habe ich auch Olga irgendwo verloren. Ah, gucken wir mal.
Ah ja. Hinter mir. So, wir haben schon 111 Kilometer gemacht heute. Und wir sind im Flussbett des gelben Flusses angekommen. Also hier rechts ist überall ja, ziemlich moorig. Und noch weiter rechts, ungefähr so 2 Kilometer oder so, da fließt der gelbe Fluss. Wissen wir irgendwas über den Fluss? Ah, ich weiß eine Sache. Also, es ist ein ziemlich großer Fluss. Entspringt auf der tibetischen Hochebene. Und fließt jetzt von hier so Richtung Süden. Ich glaube, südlich von Peking mündet er irgendwo ins Gelbe Meer. Was vielleicht auch deswegen Gelbes Meer heißt, weil der gelbe Fluss da reinfließt. Und auf jeden Fall in China, die ersten Siedlungen und die ersten Städte, die in China entstanden sind, die sind hier an dieser Stelle entstanden, am gelben Fluss. Jo, wir haben es geschafft. Wir sind ja, ziemlich in der Nähe des Ufers vom gelben Fluss. Also der ist hier in der Richtung irgendwie, weiß nicht, ein paar hundert Meter. Und wir sind jetzt gerade von der Hauptstraße runter auf so einen kleinen Weg hier auf der Suche nach einem Campingspot und ja, hier sieht es doch ziemlich nice aus. Ja, oder da, oder hier vorne einfach, ich meine, ja? Hier kommen sowieso keine Autos mehr her. Da war, ja, aber Motorradfahrer kommen hierher. Da war so ein Graben quasi eben, damit keine Autos hier lang fahren wollen, aber so ein kleiner Pfad war da für Motorräder oder Fahrräder in unserem Fall. Ja, cool. 143,2 Kilometer. Wow, fast ein neuer Rekord, glaube ich. Ich glaube, in Indien haben wir einmal ein bisschen mehr gemacht. Und ich habe was Gutes auf der Straße gefunden. Stimmt. Solange sage ich noch schnell die Daten. 7 Stunden gefahren. 20,15 Kilometer pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit. Krass, über 20 km/h den ganzen Tag. 43 km/h Maximalgeschwindigkeit, jetzt ist es 8 Uhr. Gut, was hast du gefunden? Ah ja, nice, nicht schlecht. Komm ein bisschen näher. Ja, sehr gut. Jetzt film dich. Genau, bei mir schwirren sie schon um den Kopf. Boah, okay, als erstes gleich erstmal Feuer machen. Dann werden wir sie vielleicht ein bisschen los. Hat schon ein bisschen Holz gesammelt. Genau, heute war wieder Thursdays for Bicycles. Da haben wir ein Holzschild diesmal gehabt. Das passt auch gut. Da können wir das Holz direkt verbrennen. Quasi, ja. Holz aufgesammelt, Schild draus gemacht und jetzt verbrennen wir es. Nicht schlecht. Besser geht's nicht. Dreifach Recycling. Upcycling. Dreifaches Upcycling. Oder einmal Recycling, zweimal Upcycling, kein Plan. Uff, aber ja, jetzt Zelt aufbauen und schlafen. Morgen geht's weiter. Hilfe, Mücken überfallen mich.